Wenn man denkt, es kann nicht schlimmer kommen mit dieser Karte, dann täuscht man sich. Es kann noch schlimmer kommen, denn wir haben ein riesengroßes Fake-Karten-Problem. Die ersten Fake-Karten kommen jetzt auf den Markt. Leute werden verarscht und alle Infos, die ihr dazu benötigt, um diese Fakes zu erkennen, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Und somit heiße ich euch herzlich willkommen auf dem Zweitkanal. Lasst gerne ein Like und ein Abo mit der Glocke da, um das zu supporten. Ihr habt das sicherlich noch nicht gemacht. Ihr kommt bestimmt vom Hauptkanal. Wir sind jetzt einmal hier auf AliExpress. Und da seht ihr, okay, AliExpress geht in die Vollen. Wir haben gleich unzählig viele Angebote von dieser Karte für 8 Euro, 10 Euro, 13 Euro. Wir haben auch andere Artworks, auf die tatsächlich Leute recht leicht reinfallen können. Nicht nur das Pikachu, wir haben auch ein Evoli with Grey Felt Hat, das Shiggy. Dann haben wir das Lurak im gleichen Design oder andere Sachen, andere Karten im Van Gogh Design, wie dieses Turtok, das Pikachu Farbigel. Wir haben sogar offizielle Artworks, die wir uns alle gewünscht haben, leider nicht bekommen haben. Und ich finde es nicht mal schlimm, wenn man sich dann vielleicht sowas wie dieses Relaxo holen würde, was halt nicht existiert, für die eigene Sammlung, weil man es schön findet. Oder halt auch dieses Sonflora-Wald-Pokémon, das halt nicht rausgebracht hat. Solange man es für sich selber behält und nicht damit Leute abziehen möchte, ist das doch eigentlich okay. Leider passiert das, denn Leute werden tatsächlich aktiv abgezogen. Aber erstmal kommen wir zurück zu der Pikachu-Karte und wir sehen hier in der Vorschau, da ist sogar die Karte abgebildet als original verpacktes Exemplar. Und das ist sehr, sehr krass. Wir sehen auch, dass hinter der Karte diese weiße Pokémon Company Karte noch drin ist. Und das macht es umso schwerer, weil das sind so die einzigen Sicherheitsmerkmale, die diese Karte hat. Denn diese Karte hier ist weder holographisch, hat noch keine Texturen oder sonstiges. Es ist unglaublich leicht, das hier zu faken. Und es wurden sogar schon die ersten Fakes auf eBay angeboten und sogar auch verkauft. Das schauen wir uns natürlich auch gleich einmal hier an. Wir sind hier auf dem, auf dem ersten Slide. Da sehen wir, auf eBay wurde diese Karte verkauft. Und ganz ehrlich, Freunde, die sieht schon sehr, sehr, sehr gut aus. Die Schriftart, die Farben, das Ganze drumherum. Das sieht halt einfach 1:1 aus wie ein Original, aber wir sehen schon hier die ersten Merkmale, denn ich werde euch natürlich auch zeigen, wie ihr die Fakes erkennen könnt, und die ist hier zu 100% Fake. Es steht sogar im Titel drin, Replica steht hier mit dabei, REPL, und das wird nicht jeder entziffern können, und die wurde für 99 Euro verkauft oder ein bisschen günstiger. Da würde man davon ausgehen, dass das halt wirklich eine echte Karte ist, weil der Preis das auch suggeriert, was halt unglaublich dreist ist. Das wurde schon im Discord-Link in der Videobeschreibung thematisiert. Hier sehen wir es auch nochmal in der Beschreibung. Van Gogh Museumkarte REPL, und das ist einfach ein komplettes Unding, dass sowas halt durchgeht. Ich hoffe, die Person, die das gekauft hat, sieht das Video und wird auf alle Fälle da ihr Geld zurückziehen können. Dann haben wir hier einmal, das ist jetzt fast das Wichtigste vom Video, wie man die erste Welle der Fake-Karten erkennen kann. Und deswegen meinte ich gerade eben, konnte man die eine ganz gut erkennen. Hier sehen wir, wenn es echt ist, das Copyright hat hier Freizeilen. Authentic Copyright Text is well spaced out. Wir sehen hier zwischen Pokémon, Nintendo, Creatures und Game Freak immer ein bisschen Platz. Und beim Fake Counterfeit has poor spacing between Brands bedeutet, hier fehlt quasi eine Freitaste. Und wenn wir hier einmal umschalten, dann sehen wir das auch hier ganz gleich. Ich werde für euch nochmal reinzoomen, dass da frei ist. Und da möchte ich euch natürlich das anhand dem Original zeigen, die ich, by the way, an euch verlose, Freunde, auf dem Hauptkanal. Schaut da gerne rein. Und wenn ich jetzt einmal hier den hier mache und einmal hier kräftig reinzoome, sehen wir, dass da tatsächlich frei ist. Zwischen Pokémon und dem Strich haben wir hier eine Leerzeile, und ihr habt es gesehen, bei dem eBay-Angebot war das nicht so gewesen. Die werden aktiv gekauft. Hier haben wir frei, aber jetzt kommt der große Haken oder das große Problem an der Karte. Ihr seht, die hier, die hat nichts, bis auf das Papier und also das hier auf der Rückseite, aber selbst das wird schon gefaked. Da gibt es aber auch einen Hinweis, und selbst die Originalverpackung, alles wird nachgemacht. Und dadurch, dass die keine Riffelung hat, die Karte, und keinen Holo-Foil-Effekt, weil da hast du die Fakes immer sofort erkennen können, ist das so leicht, das hier zu faken. Und die Karte ist ja so begehrt,
wie keine zweite aktuell, weswegen dann halt natürlich auch hier sowas halt auch hier angeboten wird. Okay, machen wir mal weiter. Der Tipp Nummer 2, den kann ich euch leider bei der Karte nicht so gut zeigen. Hier the Top Cramps Distance from Far Edge, also hier oben die Verschweißung, die wir haben, should not be identical to bottom crimps. Das heißt, die hier oben sind nicht gleich wie die hier unten. Und bei dem Fake Top and Bottom Crimps, diese Striche, die wir hier haben, sind gleich. Ich weiß nicht, ob ich das euch auf der Karte gut zeigen kann, weil das wirklich nicht leicht ist, da festzuhalten, weil das transparent ist. Aber ihr seht hier einmal die Striche. Wir haben hier ja relativ gleich breite Striche. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und dann sehen wir hier, eigentlich haben wir auch Striche. Also es sollte jetzt so sein, wie es beim Fake beschrieben wurde auf der rechten Seite. Keine Ahnung, also wie man das festhalten kann. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare. Und der dritte Tipp ist hier einmal, the real background backing card has the VR text present. Und bei dem Fake ist dieser VR text nicht vorhanden. Ihr seht, hier ist das schwarz frei. Und wenn wir uns hier das Original anschauen, dann müssen wir einmal die Karte umdrehen, den hier machen und dann zoome ich hier einmal für euch rein. Freunde, ich werde öfters reinzoomen, ich habe die Kameras getauscht. Dann sehen wir hier einmal VR und ich sage euch ehrlich, das hier oder das hier mit den Freizeilen, das sind alles Sachen, die man leicht faken kann. Also vielleicht wird das mit Absicht gemacht, damit man rechtlich abgesichert ist, aber ihr seht, die Karte ist leicht zu faken. Es ist kein Problem und viele Unwissende werden darauf reinfallen. Und ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Und natürlich habe ich auch 2 Fake-Exemplare von 2 unterschiedlichen Verkäufern auf AliExpress gekauft. Die brauchen aber noch ein bisschen. Ich vermute mal, so gegen Ende November, Anfang Dezember werden die bei mir ankommen. Und dann werden wir nochmal den Direktvergleich machen. Ich habe ja die Karte nicht nur einmal hier, weil die wird ja am 19. verlost. Dann ist die ja nicht mehr da. Aber dann werden wir direkten Vergleich machen. Ich denke, wir werden keinen großen Unterschied merken. Vielleicht die Plastikverpackung, vielleicht das Gefühl, wenn man die Karte in der Hand hält, aber die Karte an sich hat keine Merkmale, keinen Holo-Effekt, keine Riffelung oder sonstiges. Das ist unglaublich leicht, die zu faken. Und wegen der Rückseite, ich bin mir ziemlich sicher, wegen dem VR und wegen den Leertasten oder Leerzeichen, die da fehlen, das wird wahrscheinlich früher oder später korrigiert und dann wird man die Fakes gar nicht mehr unterscheiden können vom Original. Ja, man kann es auch so sehen, dann hat jeder die Karte und kann sich jeder darüber freuen. Weil man halt ja die Chase-Karte des Jahres hat. Und ich finde das sehr, sehr schade. Ich glaube nicht, dass die Company sich dazu öffentlich äußern wird. Vielleicht werden sie darauf reagieren, dass sie den Markt mit der Karte auf einmal überschwemmen. Auch wenn die Frist schon seit dem 31. Oktober vorbei ist und sie sich da nicht mehr groß gemeldet haben zu der Aktion. Aber sie werden es uns auf alle Fälle schuldig. Ob es passieren wird, ist eine andere Sache. Sehr, sehr schade. Viele wollen die Karte haben. Viele werden jetzt auf die Fakes reinfallen, weil dieses Video wird durch den Push von dem Erstkanal, Instagram, Discord, wie auch immer, maximal 10.000 Views erreichen. Das ist so, das schaffe ich so mit dem Hauptkanal oder mit dem Zweitkanal, wenn es ein interessantes Video ist. Aber der Großteil der Sammler, die auf die Karte Lust haben, die werden das halt nicht erfahren. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ich drücke uns allen ganz fest die Daumen, dass das noch was wird. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao. Weil man halt ja die Chase-Karte des Jahres hat.